Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Kirby's Epic Yarn Part 5. Im letzten Part ging es ab in die Wüste und danach ab zum Lavasee. Und jetzt geht es ab in eine Höhle, vermutlich. Denn wie der Name schon sagt, wird's dunkel. Hoppla Höhle, genau. Erinnert mich auch sehr an Yoshi's Story. So. Los. Wasser. Ah, seht mal. Hier vorhin waren wir in der Lava-Welt, jetzt in der Höhle. Echt cool gemacht, das Ganze. So. Dann sehen wir mal, ob dieses Level auch so einfallsreich ist wie die anderen. Aber ich bin schon mal zuversichtlich. So. Okay, wie hätte man das schaffen sollen? Geht das nochmal? Na. U-Boot Kirby. Ja, komm. Okay, dann muss es auf jeden Fall rüber gehen. Aber nicht so. Vielleicht erlernen wir gleich eine neue Verwandlung. Hm. Oder wir kommen hier später nochmal zurück. Au. Okay. Wow, das ist geil gemacht. Da kann man nichts sagen. Okay, mehrere Wege. Nehmen wir den ersten. Wow, ein unterirdisches Tunnelgewölbe. Okay, jetzt das zweite. Ich denke, das war die richtige Entscheidung. Da unten war schon der Schatz. Los, erreichen wir den mit dem letzten? Müsste eigentlich so sein. Hey. Ich will den Schatz hier. Ah, das muss jetzt sein. Okay, eine Weggabelung. Was ist das? Hoppla. Na, ja, cool. Wo? Na okay. Ich werde hier so lange herumprobieren, bis wir den Schatz bekommen. Da muss doch... Ein Weg führt hier sicher hin. Ja. Das ist dann wohl der Ausweg. Das Vieh soll... abhauen. Gut. Wohin, wohin, wohin? Wo waren wir denn noch nicht? Wow. Naja. Das Ding kommt von oben. Also. Dann darüber. Ah, nur ein Ding kaputt machen. Schon klar. Ja, kann schon gehen, Kirby. Nur nicht so schüchtern. Das ist ein gutes Versteck, finde ich. Aber wir haben es herausgefunden. Und was ist es? Kristall. Dieser
Was? Kaffeetischkristall passt gut ins Arbeitszimmer eines Hellsehers. Ja. So, ja, fahr doch mit dem Auto, Kirby. Beziehungsweise verwandel dich in eins. Bum, 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 bum. So. Den richtigen Weg haben wir vorhin schon mal gefunden. Nee, ich glaube da rechts, oder? Ja. So. Aha, der fühlt sich auch cool. Ah, okay. Da unten haben wir den nächsten Schatz. Und der wird hoffentlich gleich unser sein. Ne, wir brauchen da einen Gegner. Oder das hier, genau. Wow, geil. Hey, hey, komm. Alter, aber das ist eine coole Idee, finde ich. Wenn es wirklich so ist. Und es scheint schon so zu sein. Komm, 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 komm. Bum, 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 bum. Boah, man merkt schon, dass die Schätze schwieriger zu holen sind. Beziehungsweise einfallsreicher. Das gefällt mir. Hopplerhöhle. Okay, die Musik der Hopplerhöhle. Dann fällt nur noch ein Schatz. Und die Musik war doch immer am Schluss eines Levels. Also haben wir einen ausgelassen, einen Schatz. Naja, wir werden es am Ende sehen. Au! Arschloch! Mensch. Mit Stacheln gibt's ja so. Hey, da oben ist was. Oh. Nichts Besonderes. Aber hier. Da ist sicher was drin. Ey! Hast du sie nicht mehr alle? Nein, nein, nein! Der Stachelhügel. Ja. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ja. Tut einfach so, als hättet ihr nichts gehört. Okay. War klar, dass das runterstürzt. Das war klar. Und jetzt kann ich den violetten Ding da oben nicht mehr holen. Super. Ah, ich habe schon die Schatztruhe gesehen. Wenn da der Schatz drin ist, dann ist gut. Ah ne, das ist keine Schatztruhe. Ist was anderes. Naja, egal. Irgendwas Wertvolles. Naja, jetzt musste man schon taktischer vorgehen. Finde ich gut. Ja, mach doch. So ein Teil wieder. Geh weg.
Okay. Ah, cool. Wieder eine coole Idee. Also, jedes Level hat seine eigene Idee. Und das finde ich cool. Und die wiederholt sich, also, soweit ich jetzt schon gesehen habe, kein zweites Mal in einem anderen Level. Also bisher. Finde ich cool. Genau wie in Donkey Kong Country Returns. So, und du kannst mir nicht erzählen, dass da jetzt nichts ist. Das schreit geradezu nach Geheimnis! Nein! Okay. Nicht übertreib. Echt jetzt? Na dann. Runter. Genau. Oh. Nicht noch einmal. Alter. Nee. Wie lame ist das denn? Okay. Komm, komm, komm. Mach dir keine Schande. Naja, wie soll man das auch schaffen? Okay. Ich weiß es. Komm runter. Alter, nicht so. Naja. Hol mir schnell ein Stück Kuchen und einen Kaffee. Ah ne, doch nicht. Oh, gut ausgewichen. Gut ausgewichen! Komm doch. Komm. Runter. Ne, haben wir den Schatz jetzt ernsthaft verpasst? Oder was? Ah cool, was ist denn das jetzt? So eine Grabemaschine? Warte! Wie cool ist das denn? Oh, das erinnert mich an Zelda Skyward Sword. Da war das ähnlich. Bloß da musste man sich durch den Boden graben. Aber mit einem ähnlichen Prinzip. Oh, am Anfang des Levels war doch eine Schatzkiste. Die haben wir sicher verpasst. Die können wir nicht mehr holen. Oder? Nein! Ich bin so ein Trottel. Ah ne, doch nicht. Komm schon. Was ist das? Ah. Sieht böse aus. Na gut, dann hasse ich es. Geh weg, du Vieh. Ich hasse dich. Lol. Schon fast 15 Minuten und wir sind immer noch im ersten Level. Was war denn das jetzt? Ah doch, hier ist noch eine Schatztruhe. Check mal. Cool. Aber mich interessiert, wie ich das am Anfang schaffen hätte sollen. Froschspiegel. Dein Kopf wird nicht von einem Frosch gefressen. Das ist nur ein Spiegel. Ehrlich. Jetzt habe ich Angst. Oh. Komm schon. Komm schon. Ja. Cool. Okay, alle Schätze, Goldrang. Das reicht mir schon. Flamme. Geht's jetzt also wieder in ein Feuerlevel oder was?
Okay. Fleischkeule. Okay, hallo. Ah, so ein Langhals-Dino. Ah, jetzt hat er Hunger? Coole Idee. Echt nice. Dino-Dschungel. Cool, ich mag Dinos. Ich mag Dinos und Drachen und Sophia. Ah, da musste ich auf den Kopf rauf, stimmt's? Ja, mach mal den jetzt noch. Und wird der Part halt ein bisschen länger. Yoshi! Boah, das dürfte schon ein Dino sein. Ja klar. Wow, cool. Hey, was haben wir denn hier? Boah, die Musik ist auch cool. Nicht? Hallo. Wie geht's? Oh, das nenne ich mal Kumpel. Kommt er zurück? Klar. Und Jump! Lol. Nein! Ah, da kommt noch einer. Hallo, nicht schlafen. Boah, mit den coolen Augen. Das kann man sich ja im Bastelladen kaufen. Finde ich cool, den Grafikstil. Stil. Egal. So. Wieder sehr einfallsreich, wirklich. Hoppla. Sternchen natürlich. Oder? Oh, was mache ich denn? Hier, für einen Scheiß. Komm schon, ich muss hier... Okay, geht doch ohne. Das holen wir uns auch noch, wenn es uns schon hinterher geworfen wird. Okay, dann hätten wir doch unten lang gekonnt. Dann hätten wir hier wieder zurück. Alter, nein! Warte mal aufs nächste! Nein, Sternchen! Komm schon! Sternchen! Ach, scheiße. Mein Gott. Unnötig. Ah, und Schatzilein. Na, das wird einem jetzt hinterhergeworfen, nicht? Diese Fackel leuchtet alles gut aus. Ob Eingangshalle, Verlies oder Schlupfwinkel. Ja. Was haben Fackeln so an sich? Behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech. Und weiter geht's wo? Kommt da noch einer? Nicht. Pech. Alter. So. Alter, Mann. Hä? Ich hab nicht steuern gekonnt, ehrlich. So, mein Gamepad blinkt schon rot. Gleich wird es sich wohl ausschalten und dann habe ich hier kein Bild mehr. Mein Gott, ich habe es da vorhin erst noch aufgeladen. Nein! Boah, ich hasse Bienen. Ich hasse sie einfach. Ist hier ein freier Stecker?
Okay, warte bitte mal kurz. Das Gamepad braucht Strom. Ja, Entschuldigung, ich tue hier gerade Zeit verschwenden. Wertvolle Zeit. Aber naja, kann ja mal passieren. Kann doch nichts dafür, wenn das Gamepad so eine geringe Akkulaufzeit hat. Naja, dann wird der Part eben länger. So, ups, jetzt ist das blöde Headset-Ding runtergefallen. Naja, ihr könnt ja dabei die Musik genießen. Weiter geht's. Ich hätte das natürlich auch cutten können, aber wegen dieser Minute hier. Ist das auch schon egal. Alter, das ist so fies. Das Spiel kann auch fies sein. Und das, wie soll ich das schaffen? Da kann ich da runter. Okay. Oh, so ein Dreihorn-Ding. Eine Schnecke. Geil. So, jetzt sollt ihr zuschauen, dass ich Juwelen sammle. Denn wir haben ja viele verloren bei dieser Stelle. Wow, cool. Und haben wir überhaupt schon einen Schatz? Ja, eine. Gut. Dann passt das. Hey, komm runter, mein Freund. Komm, der andere war viel netter. Wow. Das nenne ich mal ein Batzen Kohle. Cool. Ein Salamander-Ding? Oder was war das? Ah, das sieht mir nach Secret aus. Und das ist auch eins. Aber offensichtlich. Wo soll ich jetzt lang? Hey! Ich hol gleich ein bisschen Salz und sprühe es auf dich rauf. Nö, ich bin kein Fan davon. Also, vielleicht wisst ihr das ja, wenn man auf eine Schnecke Salz rauf tut, dann verreckt diese ganze Elend. Und der Tierquälerei bin ich kein Freund von. Deshalb gibt einer Schnecke nie Pommes. Ja, man sieht doch schon, dass man da lang kann. Vor allem, wenn man schon den Schatz sieht. Die Musik. Dino-Dschungel. In Mario Kart Double Dash und 7 gab es doch auch so einen Dino-Dschungel. Wie hieß der? Dino-Dino-Dschungel. Den mochte ich. Bin schon sehr auf Mario Kart 8 gespannt. Hä? Ah. Cool. Boah, ich liebe dieses Spiel. Findet es doch sicher auch nice, oder? Mein Freundchen, mit Waffen spielt man nicht. Oh, was hat denn der da? Ah, man kann in den Mond rein? Cool. Erinnert mich an Smash Brothers. Au. Nein, nicht so weit weg, Mann! Stirb jetzt. Okay,
Okay, ich folge dir. Komm, komm. Ja, cool. Da dürfte dann wohl der dritte und letzte Schatz sein. Ja. Dino-Rutsche. Diese Dino können Kinder den Buckel hinunterrutschen. Hahaha. Geil. Der hat auch schon eine Narbe. Boah, das Level, das bockt unheimlich. Oh. Schade, dass es schon zu Ende ist. Ja, den Goldrang haben wir doch diesmal. Ah doch, wir haben ihn erreicht. Lol. Den bekommt man ja hinterhergeworfen. Und alle Schätze da haben wir natürlich. Pepperoni. Ja, braucht man nicht. So, der Vulkan oder... Geht's beim nächsten Mal schon zum Boss? Oha, da fehlt ja noch ein Level. Ja, okay Leute, dann könnt ihr euch schon auf den nächsten Part freuen, denn da gibt's... den Bossfight gegen Flanell-Phönix. Ja, ich entschuldige mich nochmal für den... dafür, dass ich das Ladekabel holen musste. Aber naja. Dafür geht der Part jetzt schon 27 Minuten lang. Ich bedanke mich fürs Einschalten und hoffe, euch hat der Part gefallen. Danke fürs Einschalten. Ciao, Leute.